In seinem Budelitz-Alpnach macht der Toni Gasser aus einfachen Stahlplatten die Reichler fürs Fee oder für Dekorationen. Das ist kaltgepresster Busstahl. Einfach verschiedene Dicken. Das ist jetzt 2,5 mm. Und ich brauche von 2 mm bis 2,3, 2,5 und 2,8 mm. Das Kunsthandwerk hat Toni Gasser schon seit Jahren interessiert. Anfangen zu reicheln machen hat er aber erst vor 6 Jahren. Ein guter Kollege hat ihm damals mal ein bisschen gezeigt, wie es geht. Der Rest war Learning by Doing. Ich habe schon die erste gemeint, ja, das hat schnell gemacht und das letzte haben sie gleich wegrieren. Ja, es braucht schon seine Zeit, bis man die Kniffe alles ein bisschen draussen hat, wie man vorgeht und bis das Endprodukt da ist. Die Reichler Riemen besticken tut Toni Gasser schon seit 30 Jahren. Auch das hat er sich selber beigebracht. Ein bisschen außerhalb vom Dorf Alpnach geht es heiss zu und her. Da werden jetzt die Hälften erhitzt und dann in der Form zurechtgeschmiedet. Das muss man schon als Gespür haben. Vor allem vom Schlag her. Man hat gleich ein Loch drin geschlagen. Und das ist sehr gut und das wird dann länger sein, grösser, wie man sie noch wieder treiben muss. Das ist schon das Gespür, man muss dafür. Und man muss auch helfende Hände haben. Der Toni arbeitet hier zusammen mit seinem Sohn Benny. Auch er ist gleichzeitig wie der Vater auf den Geschmack gekommen und macht andere, seine eigenen Schellen. Also gerade in meinem Alter macht das wenig bis keiner oder nicht viel. Einmal. Und das ist doch etwas Spezielles, wenn man etwas kann oder einmal ausprobiert, was nicht gerade jeder macht und auch ein bisschen urtümlich bräuchte ist. Und auch. Das ist schon ein bisschen das. Zurück in der Werkstatt beim Toni Gasser. Da werden die zwei Schalen zusammengeheftet, geschliffen und dann verschweißt. Kommt dann noch gequetscht. Tun wir da mit und wenn das so weit ist, tun wir es wie jetzt daher. Dann tun wir da einmessen, tun dann so biegen und hängt dann rein. Der Toni Gasser macht etwa 10 Trichle im Jahr in 11 verschiedenen Grössen und freut sich, wenn es am Schluss so gut tönt. Und so sehen dann die fertigen Kunstwerke aus der Werkstatt von Toni Gasser aus. Toni, jetzt müssen wir zuerst mal diskutieren, wie sagt man diesen Werk denn überhaupt? Das sind Trinkle bei uns. Bei uns werden wir jetzt glaube ich eher Schellen sagen und dann gibt es auch einen, der gegossen wird, der bei uns eine Glocke ist und ihr sagt dem? Das ist bei uns eine Schelle. Das ist schon Potenzial für Missverständnis. Ja. Wenn man bei dir so eine Trinkle bestellt, wie lange geht das? Wie lange bist du an so einem Kunstwerk da? Es kommt ein bisschen auf die Größe, aber kleiner ist vielleicht 4-5 Stunden fertig und die anderen 8-10. Je nachdem, wie es einem geratet, wie der Ton, der geholt hat. Und das ist halt die Schwierigkeit nicht. Dann ist aber der Riemen noch nicht dran? Nein, das ist der Riemen noch nicht dran. Wie lange ist für den Chef? Also wenn es nur ein einfacher ist, ist dann eine Stunde fertig. Also wenn es muss, dann geht es schnell. Ja, und so ein gestickter ist so zwischen 30 und 40 Stunden, je nachdem, was drauf kommt. Danke vielmals und weiterhin viel Spass mit dem Danke. Kunsthandwerk und viel Spass haben wir jetzt sicher auch noch mit dem Gesang. Vielleicht hören Sie auch wie so schön gestimmte Glöckli, die Stimme von der Jodlergruppe Berggröseli Alpnach Staat mit einem Wegbegleiter.